Ohne Ausgang brauche ich hier gar nicht anzufangen. Komm, gib mal die Kohle her jetzt. Ja, das sollte erstmal genügen. Darf ich jetzt weiter meinen scheiß Weg bauen, ja? Great. That is awesome. What the fuck? Okay, einmal runter da und verbinden. Alles klar. So, ho, ho. Ho, ho. 14 Dollar. Ja gut, dann Looper. Alter, weil es so schön war. 15 Dollar und eröffnen. Alles klar, alles klar. So, was? Sky Ace hat ein technisches Problem. Dann muss ich natürlich erstmal den Techniker ranholen. Techniker. Mit gerolltem R. Ran an the Sky Ace, Mann. Da. Sky Ace on this. And repair some. Repair some. Okay, ich bin gespannt. 25%, naja, das ist jetzt nicht so der Reiser. Ich denke aber, dass da jetzt mehr kommen. So, da können wir auch nichts an der Szenerie machen, weil ich im Minus bin. Wird aber Zeit, dass da was geht. I hope! Weil das Ding ist natürlich immer so eine Sache. Ich will mit Looper fahren. Also das würde bedeuten, dass hier jetzt auch endlich mal mehr Leute aussteigen. Zwangsläufig. So, Szenerie angepasst. Wegdekorationen. Gut gemacht. Danke. Irgendein Ziel habe ich schon wieder erreicht. I love it. I love it. Ah. What the fuck? Alles klar. Und dann noch eine Bank. Dahin. Ja. Yep. Da. Da. Und noch ein Mülleimer. Da. So, das bedeutet, wir haben jetzt Mülleimer da hinten gesetzt. Nee, kann ja gar nicht. Muss am Weg platziert werden. Okay. Wir haben jetzt die 700er Parkbewertung. Das zumindest gehabt. Und 42.000 Wert. Sehr geil. Und ihr fahrt jetzt damit, oder was? Ich habe es jetzt nicht gesehen, ob die irgendwie rumgeloopert haben. Aber das macht ja auch erstmal nichts. So, was haben wir denn hier noch? Schönes. Dekoratives. Das ist zu groß. Schöne Rue. Good old nature. I don't know. I don't know. Kameras könnte man langsamer aufstellen, das ist wohl wahr. Zack. Na. B-b-b-b-b-b-b. Zack. Und zack. Und ob das was bringt. Oh wow. 4%. Echt. Ich will mit Looper fahren. Aber irgendwie fährt kaum jemand mit Looper. Wabalaba looped up. Nicht wirklich. Irgendwas kaputt. Jetzt habe ich irgendwie gerade sau viel Geld, was ich vorher nicht hatte. Nein, ist mir nur recht. Das ist echt geil, wie viele Leute mit Looper fahren wollen, aber irgendwie keiner macht was. Great. Great. Okay, gut. Können wir vielleicht noch ein bisschen Deko raushauen. Wahrscheinlich. Was haben wir denn an Achterbahn zur Verfügung? Digitizer mal wieder. Könnte man natürlich später bauen. Was? Moment. Szenerie. Angepasst. Genau. What the heck? The Looper. Irgendwas futuristisches Bauplan. Obwohl, wir könnten hier natürlich ein Planet Coaster Logo raushauen oder Planetenperversion. Gibt's aber noch gar nicht, okay. Und das ist einfach nur riesig. Ja, wir könnten uns hier natürlich wieder einen erschummeln. Mit dem Ding. Werde ich auch tun. Das werde ich auch tun, weil ich es kann. Boom. So, minus 700 und Warteschlange 97%. There you go. Also der Brunne bringt's voll.
Alles klar, gucken wir mal wieder nach den Gedanken von unseren Besuchern. Yep, alles klar. Außer, dass die Monorail nicht immer funktioniert. Passt alles. Was wäre das nächste jetzt? 50.000 zu erreichen. Mit Fahrgeschäften wahrscheinlich auch noch. Also, ne? Wir müssen das hier irgendwie mal beobachten. Weil irgendwie kommt hier keine Sau durch, ne? Boom, plus, yay. Okay, haben wir denn irgendwelche fucking Problems? Glaube nicht. Ne, scheint noch alles zu laufen. Aber, wie man feststellt, kaum jemand will mit Looper fahren. Ich habe gar keine Ahnung, wieso. 13 Jahre bis zum Klassiker. Na, kommt da jemand? Nicht wirklich. Also irgendwie... Irgendwie ist das Ding zu hart. Dabei ist der Fun-Faktor so hoch, ne? Ich will mit Aeronauts fahren. 4G sieht schlecht gewartet aus. Ja, kann ganz sein. Okay, eigentlich sieht das echt nur so aus. Das kann ich euch sagen. Because you fucking suck. Okay, gut, warte mal. Wir haben jetzt genug Geld. Ich denke doch, dass wir jetzt hier mal eine Verbindung herstellen können. Was allerdings dazu führt, und dessen sollte ich mir bewusst sein, dass wir Monorail-Einnahmen verlieren. Sehr wahrscheinlich. Okay, den kann man entfernen. Das finde ich gut. Das finde ich gut, dass wenigstens hier dran gedacht wurde. Gegenstand gesperrt. Palme abgewedelt, so. Und dann können wir nämlich hier den Weg erstmal einen Ticken erweitern noch. Und dann versuchen ihn damit da unten zu verbinden. Okay. Ja, genau, irgendwie so. So, dann können die Leute nämlich da jetzt hinlaufen. Das trifft sich doch schon mal. Und hier ist ja natürlich eigentlich auch ein Durchgang. Und unter seinem Hintern da könnte man auch einen machen. Aber so kriegen wir die Wartungsarbeiten, denke ich, auf jeden Fall besser in den Griff. Ja, das sollte natürlich dann helfen. So, das verbinden wir jetzt auch noch. Weg. Wege. Wege, Wege, Wege. Treppen. Eins. Sind wir schon angekommen? Na dann. Nee, das ist okay. Nee, nicht so. Auf gar keinen Fall. So. Okay, und hier das Same. Die Treppe. So, so. So. Und das ist eindeutig eine Breite von, ich schätze mal, 6 Metern. Jawohl. So. Dann nehmen wir nämlich die 4 Meter Teile und natzen die genau da rein, weil wir es können. Oder? Can we? I don't know. So. Okay, und dann können wir das 6 Meter Weg versuchen, irgendwie hier weiter zu bauen. Was wir jetzt gerade natürlich nicht brauchen. Es ist gut, dass es Tag ist. Obwohl ich sagen muss, eindeutig, hier können wir nichts machen. Da können wir nichts machen. Jetzt laufen die nämlich wirklich darüber. Siehst du, da wird kaum noch jemand mit der Monorail rumpimmeln. Aber andererseits werden natürlich mehr Leute hier fahren. Wahrscheinlich. Es trifft sich ja auch wieder gut.
Wir dürfen halt nicht alles jetzt auf einmal verbinden. Das wäre dumm. Alright, alright, alright. Weiter geht's. In High Speed. High Speed. Sunfleur hat ein technisches Problem. Well, well, well. I don't care. Ja, wir müssen das hiermit verbinden. Dann erübrigt sich das mit der Technik nämlich sowieso. Aber. Shit. Wo ist denn der Kerl? Personal. Carmelo. Der wird jetzt Forgy reparieren, oder? Nee, kann er gar nicht. Na dann, move. Mach Forgy klar, das ist erstmal sehr, sehr wichtig. Hopp, Rindo. Und danach Sunflare. Er ist mit seinem Gehalt zufrieden, ne? Das freut mich doch, das zu hören. Forgy wurde repariert und jetzt the same shit mit Sunflare. Ja. Okay, dann sollten wir die Dinger, die jetzt kaputt waren, doch wieder repariert haben. Erstmal. Und wir werden die Zeit wieder verlangsamen. Denn, jetzt können wir erstmal schauen, wie wir da nicht hochkommen. Das gibt mal einen richtigen Umweg. Da habe ich natürlich jetzt überhaupt nicht mitgedacht. Wie sieht denn das hier aus? Ja, die laufen jetzt alle. Das heißt, wir werden hier natürlich doch Einbußen haben. Allerdings werden jetzt mehr Leute damit fahren, was jetzt auch irgendwie sinnig ist. Sehr sogar. Einige Läden sind sehr überlaufen, ja. Die kommen vielleicht sogar nur wegen dem Essen hier. Das weiß man natürlich nie. Aber könnte sein, dass wir nur zum Essen dahin gehen. Wer weiß. Können wir da drunter durch? Nein. Also müssen wir da drunter durch. Okay. Ich werde jetzt versuchen, auch mal hier einen Weg noch zu implementieren. So dumm es klingt. Aber ich schätze fast, dass es Sinn macht. Die Alternative anzubieten, dass die Leute hier laufen können. Vor allem angesichts dessen, dass sie das Geld sparen können. Und wir die Wartungsarbeiten dort auch dann mit abgedeckt haben. So. Und da ziehen wir jetzt erstmal den fetten Weg da weiter. Den 6 Meter Weg. Da. Denn der soll ja auch noch darüber. Sprich am Monster vorbei. Unter der Monorail durch. Quasi da lang. Jo, wegen mir. Könnt ihr euch hier verbinden, wie ihr wollt. Das war zwar nicht beabsichtigt. Nee, komm, das sollt ihr eigentlich nicht. Böden Säge. Oh, wie sieht das denn nämlich jetzt aus? Das ist ja mal gar nichts. So ein Scheiß. Du sprichst Gelände. Ja, genauso wie deine Mom. Die durchbricht auch Gelände. Wie Godzilla. Okay, ich hoffe, dass wir damit da durchkommen. Man weiß es nicht. Wirklich. Ist alles. Yeah, that looks awesome. Wenn ich nach oben eigentlich eher darüber unter dem Schwanz durch. Durchbricht Gelände, guck. Da. Eindeutig. Und dann haben wir natürlich noch sehr viel Spielraum für alles Mögliche, was es hier noch so gibt. So, das war jetzt so beabsichtigt tatsächlich, dass wir hier einen Rundparcours haben. Und dann werden wir das jetzt original damit natürlich nochmal verbinden. So.